Hey Leute und willkommen bei mir, Nix Gaming. Heute zeige ich euch, wie ihr den Come-to-Kisa-Schrein ganz einfach in Zelda Tears of the Kingdom inklusive aller Truhen abschließen könnt. In dieser Videoreihe zeige ich euch, wie ihr jeden Schrein in Zelda Tears of the Kingdom finden und freischalten könnt, falls erforderlich. Und wie ihr jeden Schrein zu 100% inklusive aller Truhen abschließen könnt. Machen wir in diesem Video weiter mit dem Come-to-Kisa-Schrein. Ihr findet den Schrein in Akana, südöstlich des Totenkopfteichs. Den Schrein zu erreichen ist kein Problem und ihr könnt den Schrein auch direkt betreten. Und damit startet der Schrein perfekter Schlag. In diesem Schrein müssen wir tatsächlich den perfekten Schlag drauf haben. Und das zweimal, um diesen Schrein abzuschließen. Bevor wir aber hierzu kommen, laufen wir direkt hier einmal links vorbei, denn wir holen uns zuallererst einmal die Truhe dieses Schreins. Hier haben wir nun die Aufgabe, diese Kugel in hier diese bewegende Plattform zu bringen. Das Ganze funktioniert wie folgt. Ihr schnappt euch hier mit eurer Ultrahand diesen Block, den befestigt ihr nun hier oben an dieser Säule, und zwar ungefähr so. Also sozusagen dieser Block soll ungefähr hier vorne verbunden sein, wie ihr das jetzt hier gerade seht. Vielleicht ein bisschen knapp. Aber wir versuchen es jetzt so trotzdem mal. Jetzt nehmt ihr mit eurer Ultrahand diesen Block und den drückt ihr so weit wie nur möglich nach oben. Hier braucht ihr nun sehr viel Kraft und müsst im richtigen Moment loslassen, damit die Kugel auf der Plattform landet. Und zwar im Loch. In dem Fall war das jetzt leider ein bisschen zu spät. Wenn das bei euch ebenfalls so war, dann aktiviert hier einmal den Schalter und zwar sobald hier dieser Block hinten ist. Denn wie ihr gerade schon gesehen habt, hier fährt dann dieser Block raus und eine neue Kugel erscheint, damit ihr die nächste Kugel nicht direkt wieder runterschlagt. Also, versuchen wir es erneut. Hier einmal komplett nach oben. Dieses Mal warte ich aber etwas länger. Denn es kommt ja gleich wieder. Und zwar jetzt. Ja, das sah sehr gut aus, nur leider ist er auch hier wieder. Ging ein Stück daneben. Dann versuchen wir das Ganze erneut. Und zwar jetzt, ein bisschen früher mal. Und es hat perfekt geklappt. Dieses Mal war es perfekt. Die Kugel ist im Ziel gelandet und das Tor zur Truhe wurde geöffnet. Und das zweimal. Die Animation kam jetzt irgendwie zweimal vom Tor. Ich habe jetzt irgendwie schon gedacht, das Tor geht wieder zu, weil die Kugel doch noch rausgefallen ist. Aber nein, hat alles funktioniert. In der Truhe erhalten wir ein mächtiges Sonanium-Großschwert. Okay, das hatte ich jetzt tatsächlich auch noch nie. Aber egal, wie gesagt, die Kugel ist drin. Und damit wäre immerhin mal die Truhe erledigt. Jetzt kommen wir zum Ende des Schreins. Und hier haben wir im Grunde dasselbe zu tun. Auch hier verbinden wir erstmal mit unserer Ultrahand diesen Metallblock mit dieser Säule hier oben, und zwar so. Das Ganze sollte dann ungefähr ja, so aussehen. Und nun schnappen wir uns diesen Block hier. Und ich würde euch jetzt nun empfehlen, ihr geht auf circa diese Höhe hier, also so. Und geht dann ganz leicht nach links, also so. Also ihr geht nach rechts, damit ihr in Richtung links schlagt. Und lasst hier mal los. Mal gucken, ob es beim ersten Mal funktioniert. Ihr müsst gar nicht so stark nämlich schlagen. Und die Kugel... Oh, das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Hätte fast geklappt. Na gut, versuchen wir erneut. Die Kugel hat es nicht gepackt. Also hinten nochmal den Schalter betätigen. Und das Ganze dann nochmal nach oben ziehen.
Nochmal, und zwar, also wir gehen erstmal ganz gerade hier in die Mitte und drücken es nach oben. Und zwar so. Und jetzt ganz leicht so und lassen jetzt mal los. Das war zu schwach. Komisch. Also, wie gesagt, ihr müsst da ein bisschen rumprobieren. Es gibt nicht die perfekte Lösung dafür. Es gibt tatsächlich nicht die perfekte Lösung. Ich habe auch hunderte Male das versuchen müssen beim ersten Mal, bis ich es geschafft habe. Ich schlage es einfach mal ganz gerade drauf. Und es ist trotzdem zu schwach. Irgendwas spinnt hier gerade total. Das Ganze, die Kugel runterholen. Ist die noch da? Ja, die Kugel ist da. Also nochmal jetzt mit mehr Kraft. Jetzt versuchen wir es mal so. Und zwar lassen wir es so los. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Kraft. Aber ihr seht, jetzt war es wieder zu viel. Also, wir machen das so lange, bis, ja, bis es funktioniert hat. Ich kann euch aber hierfür im Grunde keinen wirklichen, keine Lösung sagen. Am Anfang hat es tatsächlich funktioniert, als ich so ein Stück nach rechts gegangen bin. Ihr habt ja gesehen, es hat fast geklappt. Aber mittlerweile, ihr seht, die Kugel, die hat gar keinen Bock mehr. Die hat wirklich überhaupt keinen Bock mehr drauf, sich irgendwie zu bewegen, obwohl ich extrem viel Kraft anwende. Also ganz so ganz verstehe ich es jetzt auch nicht. Aber egal, ich gehe es mal nur mit der ganzen Plattform hier rüber. Vielleicht klappt es so besser. Ja, könnte sein. Oh, das sieht sehr gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Ich kann euch... geht die wieder raus? Die geht wieder raus. Oh, ich hasse diesen Schrein. Also ich hasse diesen Schrein echt. Ja, das meine ich damit. Selbst das war jetzt zu stark und der... Ja, es ist alles runtergefallen. Ja, der Schrein ist echt so eine Scheiße. Aber naja, auch der muss abgeschlossen werden. Ja, achtet immer drauf, dass ihr das Ganze erst aktiviert, wenn der Würfel hinten ist. Aber das war schon mal nicht schlecht. Das bedeutet nicht ganz so stark. Eher in die Richtung, dann so ein Stück hier rüber. Das war zu weit. So, versuchen wir es nochmal. Nein, das funktioniert wieder nicht. Das war zu schwach. Ach ja. Mal gucken, wie lange wir hierfür noch brauchen. Nein. Und nochmal. Ja, doch, dass das können. Ah, nee, oder? Glaube nicht, glaube nicht. Oder? What? Was war denn das jetzt, hä? Okay, also, spult am besten nochmal zurück, denn ich kann es euch nicht nochmal zeigen. Aber also, es hat... Okay, also, keine Ahnung, wie ich das jetzt hinbekommen habe. Ich habe einfach nur ganz schnell geschlagen, ihr habt es ja gesehen. Und dachte mir, ja, ganz ehrlich, mache ich es halt irgendwie mal und es hat funktioniert. Das war wohl der perfekte Schlag. Nun gut, das Tor ist geöffnet und damit wäre dieser Schrein ebenfalls komplett abgeschlossen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, mit welchem Schrein ich im nächsten Video weitermachen soll. Ihr könnt mir auch einfach die exakten Koordinaten des Schreins in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst einen Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!